Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge CSGO Overwatch hier. Heute ist Dienstag, ein bisschen verspätet, aber das lag an kleinen technischen Schwierigkeiten. Insofern, man möge es mir verzeihen, aber wir gehen hier auch dann mal wieder, wie immer, direkt rein in den Fall und mal gucken, ob das Suspect, was hier reported worden ist, auch wirklich gecheatet hat, so wie der letzte Woche. Beziehungsweise wie die beiden letzte Woche, wenn ich mich nämlich richtig erinnere, hatten wir Dienstag und Donnerstag jemanden dabei, der gehackt und gecheatet hat. Insofern wollen wir mal gucken, ob wir die Woche wieder so ein Glück haben, dass wir wieder die Community etwas bereinigen können. Mir ist gerade arschkalt, weil ich nämlich hier in der ganzen Wohnung die Fenster aufhabe. Aber was sein muss, muss sein. Frische Luft braucht der Mensch. So, jetzt hier aber los, komm, Spieldaten werden abgerufen. Was dauert denn da so lange? Aha, da sind wir. So, DE-DAS 2 Suspect unterwegs mit einer MAC-10. Wir spielen mit einem Bot. Übernimmt er dann auch gleich den Bot? Das könnte ich sein, so wie der vorschießt. Ich mache das nämlich auch so ganz gerne, aber das könnte ich nicht sein. So, er guckt, ob einer kommt. Schade. Hat erstmal einfach mal auf die Double Doors geschossen. So, kauft sich eine 5-7. Schön abgesmoked. Ich wäre ja in den Tunnel gegangen. Ja, damit muss man rechnen, dass man da... Damit muss man rechnen, dass dort reingesprayt wird. Er spielt gar nicht mal so schlecht, finde ich. Oh, den hat er nicht gesehen. Den hat er nicht gesehen überm Smoke. Schade. Den hat er nicht gesehen. Ich meine, es steht jetzt auch nicht wirklich gut. 13 zu 6. Wie steht er denn? 14, 14. Ist auch nicht gerade gut. Jetzt wird AWP unterwegs. So, da geht einer durch den Smoke durch. Als T. Oh, da verschießt er. Denn er hat dann noch einen No-Scope gedrückt. Aha, den hätte er nicht verschießen dürfen. Den hätte er nicht verschießen dürfen. Das... Schöner Schuss. Schöner Schuss. Schade. Da war er eigentlich drauf. Da war er dann eigentlich zum Schluss drauf. Na, jetzt kommt die Katze natürlich noch und guckt zu. Na, was sagst du dazu, hm? Tja, im Moment bin ich mir noch nicht sicher. So, es ist... Der im Tunnel ist bekannt. Wenn man reingedrückt. So, Bombe geht allang. Wird wahrscheinlich jetzt auch gesichtet werden. So, und da wartet er einfach nur, die Bombe ist angesagt. Ist ja immer noch bekannt, dass er noch da hinten steht. Ist auch eine schöne AWP. Oh, Double Kill von der Bombe. Jetzt wird's interessant. Meine Katze versucht gerade schön hinter... Er schafft es nicht zu planten, ich wollte es gerade sagen. Das wäre es nur noch gewesen. Ja, zwei schöne Shots gemacht jetzt in der Runde. Den First Pick mit der AWP und dann gleich hinterher noch den unten im... Ja gut, ich meine, wenn man mit der AWP umgehen kann, da kann man sowas auch machen.
Was das jetzt für eine Flash sein sollte, weiß er wahrscheinlich selber nicht. Tja, Kollege, den hättest du sehen können, dass sich dort oben was bewegt, hast du aber nicht. So, er wieder mit AWP unterwegs. Mal eine andere Taktik. Also, der schießt ganz schön schnell mit der AWP. Gut, jetzt hat er durch das Springen, hat er jetzt gewusst, wo der Gegner ist. So, es ist jetzt auch sicher, dass er nicht mehr wieder oben steht, weil da kommt nämlich jetzt ein Kollege. So, der war hochgepusht. Schade, dass er den nicht getroffen hat. Da war er eigentlich noch drauf. Da war er erst recht noch drauf. Schöner Schuss. So, dass der da hinten steht, ist bekannt. Schade, den hat er nicht gekriegt. Den hat er nicht gekriegt. So, jetzt haben sie keinen... Doch, er hat eine AWP. Bin mir nicht mehr sicher, ob sie sich überhaupt auf Duell in der Mitte einlassen. Macht. Bombe down. B tot. Jetzt sind alle drei noch auf A. So, Bombe liegt ja immer noch Mitte. Kurz tot. Es ist ja bekannt, dass CT einer ist, ne? Das ist ja bekannt, aber... Er aimt halt auch auf Kopfhöhe. So, jetzt geht er hinten gucken. Target spotted. Ich würde sagen, jetzt ist bekannt, dass der da... Schön vorgeschossen. Und er hört halt auch, dass es eine AWP ist, beziehungsweise er weiß es ja sowieso. Sehr schön, jetzt konnte er die Position wechseln. Oh, schönes Ding. Gut, aber irgendwann muss es dann halt auch mal klappen. Gar nicht mal so schlecht gemacht eigentlich. So, jetzt mit Farmers unterwegs. 21218. Keine AWP gesichtet. So, das verstehe ich jetzt nicht. Gut, eventuell hat der Spieler in der Mitte angesagt, dass einiges in der Mitte ist. Weil er ist ja von B direkt verschoben. Ja gut, da kann er nichts mehr machen. Da kann er nichts mehr machen. Da war das Spiel dann auch vorbei. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, er hat mit der AWP schon ganz schön kranke Shots gesetzt. Aber nicht jetzt, dass ich sagen könnte, ja, alles klar, da war irgendwas an. Insofern hier unzureichende Beweise, Freunde. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao, tschüss. Euer Helmut.